So, Leidon, das haben wir wieder mit Part Nummer 5 bei Dead Space Remake. Wir haben beim letzten Mal die ganzen Anlagen angeschalten, die Energie umgeladen. In Kapitel 4 sind wir. Ohne Ausweg. Jetzt haben wir die Aufgabe, die drei AS-Kanonen nochmal neu zu starten, weil es immer wieder Probleme gibt. Sie dann manuell zu starten, das sieht mir gar nicht gesund aus. Ich gehe mal da rein. Erweiterungsraum. Ich hoffe, euch allen geht's bisher. Oh, Schemata, das ist gut. Ich hoffe, euch allen geht's soweit gut. Habt einen schönen Tag. Habt die anderen Parts mitgenossen, mitgefeiert. Liken, kommentieren, abonnieren bitte nicht vergessen. Wenn ihr mich weiterhin aushalten wollt oder sehen wollt, würde mich sehr freuen. Auf ein bisschen Feedback und so. Und natürlich auch Liebe zu diesem Spiel, zu Dead Space. Denn ich sag's euch ehrlich, ich bin gerade voll diesen. Ich kipp gerade voll rein in diesem Spiel. So. Kalibriere 3S Kanonen. Ey, das sieht mir aus wie Waffen oder so, solche Scheren, die gleich so nach außen fahren. Ich synchronisiere ein paar Kanonen mit einem meiner Werkzeuge. Ich ziele auf einen Asteroiden, die Kanonen treffen ihn und ich kalibriere das System neu. Wir haben keine andere Möglichkeit. Tu es. Kalibriere 3 AS-Kanonen. Okay, das machen wir. Das ist uns. Kalibriere Kanone AS-12, 13 und ich glaube 14 war das. So, Eintritt in Vakuum, dann heben wir einmal ab. Denn das fahre ich am meisten hüllenintegriert. Synchronisiere ein Vers mit einer Eiskanone und starte dann den Angriff. Hä, was will er von mir? Ich weiß nicht, was er von mir will. Warnung, Höllenintegrität beeinträchtigt. Ah, ich muss zurück. Ich weiß, ich kann nicht zurück. Junge, mir geht der Saft aus. Jetzt irgendwo eine Station zum Aufladen? Ah, hier. Perfekt. Was will er genau von mir? Ah, so verstehe ich das. Aha! So, das war die erste. Jetzt müssen wir zur nächsten Kanone. Das finde ich cooler, bitte. Pokémon, geh weg! Abgeschlossen.
geschlossen, aber es neu kalibriert. Automatische Zielerfassungssysteme aktiviert. Geschafft. Die AAS-Kanone sind überall online. Gott sei Dank. Aktiviere den Autopiloten. Komm wieder rein, Isaac. Ich glaube, ich weiß, was wir als nächstes machen. Also ein bisschen Sauerstoff auffüllen. Kalibriere 3 AAS-Kanonen. Kehre zur Kabine des Captains zurück. Okay. White's Rick haben wir jetzt aufgenommen. Schwerelosigkeit deaktiviert. Perfekt. Oh, speichern müssen wir jetzt nicht. Isaac, Kanonenfutter. Ich habe eine Übertragung abgefangen. Trophäe erhalten. Da unten ist jemand. Was hältst du davon? Hier ist Senior Medical Officer Nicole Graham. Die Krankenstation ist ein Ort der Zuflucht. Überlebende kommen bitte zu uns. Nicole, ich gehe zur Krankenstation. Ja, natürlich. Ich gehe zum Besatzungsdeck und suche die Überlebenden von der Brücke. Ich melde mich. Was lebt die heute noch? Weiß er etwas, das wir nicht wissen? Ziel abgebrochen. Oh, Kapitel 4 abgeschlossen. Kapitel 5. Loyal bis in den Tod. Ja, geil. Kehre zur Krankenstation zurück. Okay. Neue Viecher! Was ist das? Was seid denn ihr? Eine neue Art von Händen. Oh, wie hässlich können die Viecher denn bitte noch werden? Ich hab keine. Ah, toll. Meine Stasis ist auch leer. Wieder schon. Shop ran. So. Anzug Level 3, mittlerer Ingenieursrig. Cool. Super. Aha, ein Strahl, das ist eine Special-Fähigkeit. Anzug-Upgrade. Okay, das können wir machen, aber zuerst möchte ich noch in mein Inventar was fetzen. Und zwar die ganze Muni hier. Plus die Laserkanone ins Lager. Und das alles ins Lager. Trophäe erhalten, Hamster. Jawohl. So, jetzt kauft man sich da das Upgrade. Erhöht deine Vitalkurs auf 200 Slots und verleiht 10% Rüstung. Geil. Das kaufen wir uns. Und wird gleich ausgerüstet. Anzug-Upgrades sind immer gut. Mehr Inventarplatz und ein bisschen mehr Rüstung. Jawoll, hoi! Jawollski! Da haben wir uns ein bisschen abgegradet. Zack, 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 jawoll. So, aber ich könnte theoretisch, wenn ich das eh nicht brauche, das eigentlich alles verkaufen, oder? Was haben wir denn hier? Anzug Level 2.
Jetzt bin ich aber Arsch und Anzug level. Die Waffen behalte ich, den ganzen Schrott eigentlich dann später verkaufe. Weil mein Lager ist auch nicht gerade so das vollste. Dann verkaufe ich das einfach. Weil soweit ich weiß, kann man sich das sowieso nichts bauen. Weil wie ich sehe, ist mein Lager auch nicht gerade unbegrenzt. So, da haben wir, das ist die Laserkanonenmunition. Was ich immer auch Impulsprojektile. Passt. Ja, dann lassen wir das so. Da gibt es jetzt nichts. Laserkanone, Flammenwerfer, Ripper, Impulsgewehr, Brennstoff. Ne. Passt. Haben wir das auch erledigt? Gehen wir weiter. Wie schaut es mit der Munition bei mir aus? Das ist ein bisschen kritisch. Munition kann ich gebrauchen. Das ist ein bisschen zu wenig. Wieder 30 Stück, dankeschön. Ja, das schaut schon gut aus. Aha, ich darf hier rein. Hast du verirrt oder was? Aua! Du scheiß Pokémon! Dich will ich nicht in meinem Pokédex haben. Junge, reines. Muss ich mal kurz speichern. Neues Kapitel und so. Kapitel 5. Loyal bis zum Tod. Oder bis in den Tod. So, dann nehmen wir sich die Monorail. Ah, die ist ja gerade da. Und fahren zurück zur Krankenstation. Der Abbausektor ist immer noch gesperrt. Okay. Krankenstation. Hinfort, hinfort. Oh, geil. Ein Unfall. Irgendwas will hier durch. Jetzt fahren wir weiter. Was ist da gerade passiert? Nächster Halt Krankenstation. Chemielabor zurückverfolgen. Halt! Hast du Chemielabor gesagt? Ich kann dich kaum hören. Fehle die Quelle Übertragung. Die Profimedizin. Waren wir da schon drin? Ja, da waren wir schon drin. Bei so großen Räumen habe ich immer die Panik, dass da irgendwas gleich entgegengeschossen kommt. Nein, ich hab's gewusst. Daniels, die Tür zur Krankenstation ist hinter mir zugegangen. Hallo? Ein Überlebender. Endlich. Sie sind hier sicher. Ich bin Arzt. Was? Ist Nicole Brennan bei Ihnen? Sie suchen
also keinen Schutz. Nun, Dr. Brennan ist gerade beschäftigt. Soll ich dich hinführen? Oder sie öffnen diese Türen und ich suche sie selbst. Wie egoistisch. Vielleicht kommt etwas rein. Oder raus. Was? Scheiße. Aha. Sie wollen also Schwierigkeiten machen. Was? Junge, mach die Tür auf, was für Platz nehmen. Was bist du für ein Arzt? Sehe ich aus wie ein Patient? Mach dich zu meinem Patienten. So ein Ding ist das. Nein, böse Pokémons. Aua, wo ist der Scheißviech? Deine Pokémons mir auf den Hals zu setzen, bringt dir aber nicht viel. Perfekt. Danke. Bleib tot! Hoppla! Stirb! Scheiße, aus dem kommt sich irgendwas rausgekraxelt, aus dem sicher auch. Oh, ich will hier nicht sein. Weg damit. Ich höre doch irgendwas. Da rausgekrochen kommt das Scheißviech. Es lebt aber noch irgendwo was. Den bitte töten. Ah, den ich die kleinen Afghanen da töte. Hey, wie bringe ich den um? Sag mal, hä? Die Leiter verhindert, ich schieß die Leiter ganz an. Ich glaube, den kann man nicht töten. Oh, der ist aber gar nicht gut. Hier, ich erlöse dich. Jetzt habe ich meine Stars ein bisschen verbraucht wegen den Arschlöchern.
Knoten, perfekt. Freigabe bestätigt. Da kommt mir die Bank gerade recht. Wenn ich wieder... Ah, ich habe sogar drei Knoten. Upgrade-Diagramm erweitert. Perfekt. So, schauen wir jetzt aus. Was haben wir da? Chinese Greifreichweite. Okay. In den Anzug sollten wir auch investieren. Dann machen wir hier die Starset-Dauer mal rein. Und da mal die Starset-Zone. Und den einen Knoten, den will ich für den Plasma-Cutter investieren. Und zwar nehmen wir da, was nehmen wir da zum besten? Kapazität sind wir auf 3. Nehmen wir die Nachladezeit einmal ein bisschen wieder mal. Jawohl. Dankeschön. Geht's weg! Alter, wie besiegt man dieses Viech? Da muss es doch irgendwas geben! Gehen wir da mal ins Sprechzimmer. Es muss doch irgendwas geben, um das Viech irgendwie zu erledigen. Freigabe bestätigt. Vielleicht die Credits. Patientenprotokoll abgerufen. Ich habe gehört, dass sie testen. Und Ruhe. Kann ich das aufheben? Ah ja, das geht auch. Hat keine Wirkung gezeigt. Alter, ich verschwende meine Munition bei diesen Viechern. LOL, mein erster Tod! Scheiße! Das war mein erster Tod! Aber jetzt mal ehrlich, wie soll man den denn bitte zerstören? Bitte stören Sie meine anderen Patienten nicht. Was ist das? Halt die Fresse, Alter. Ich stehe so kurz davor, den letzten noch fehlenden Faktor zu finden. Na komm.
Freigabe bestätigt. Freigabe bestätigt. Jetzt können wir das alles von vorn machen, ne? Wurde nicht gespeichert, ja. Okay, ich habe den Anzug habe ich rein investiert. Und in den Cutter. Perfekt. Da stellt sich aber mir die geilste Frage, wie besiege ich dieses Viech? Wenn ich zu nah rangehe, sterbe ich. Wie bringe ich den um? Meine Stasis ist leer. Ich glaube, den kann man so nicht töten. Ich glaube, ich muss ihn einfach verlangsamen. Ich probiere es mal. Weil zum Aufzug hin kann ich. Aha, dann also. Man kann jetzt ja nicht wieder darauf schießen oder was? Das du bitte weg. Genau so. So, lass uns machen, was er will. Eins ist klar, aufgeben tut er nicht. So, Stase aufgeladen. Wo muss ich hin? Patientenprotokoll abgerufen. So. Freigabe bestätigt. Freigabe bestätigt.
Da haben wir Strahlenkanonenmunition gefunden, aber nicht die Strahlenkanone selbst. Vielleicht ist die woanders versteckt, aber Knoten finden wir, das ist gut. Ich höre da drin was. Oh, was ist denn das? Die Krankenstation ist ein Ort der Zuflucht. Schatzweite Überbrückung der Übertragung. Isaac Clark. Ein Trick. Isaac. Was? Was? Dr. Brennans engster Vertrauter. Wir waren Kollegen. Dr. Chalice Mercer. Was bist du für ein scheiß Arzt? Sind Sie der Grund, warum der Marker nicht beginnt? Das ist es. Die Konvergenz wurde nicht gestoppt. Sie hat eingegriffen. Die Frage ist nur, wie? Selbst wenn ich fragen würde, vermute ich, dass Sie nicht sehr gesprächig sind. Und ich habe die Todesursache als den fehlenden Faktor noch nicht vollständig erforscht. Ich kann mich kaum bewegen. Was ist das kaum? Ich kann mich gar nicht bewegen. Ich glaube, Sie sind auf der richtigen Spur. Was ist da drin für ein Viech? Entspannen Sie sich, Mr. Clark. Die Konvergenz ist so nah. Vielleicht ist Ihr Tod das Zünglein an der Waage. Was? Ich glaube, der lässt das Viech da jetzt. Oh ja, jetzt wird's schlimm. Ach du Scheiße!
Tschüss, du Scheißviech. Mach die Tür zu. Ich komme nicht vorbei. Geil, nein, die Hände auch noch. Muss einfach laufen. Run, bitch! Entkomme der Kreatur. Okay, perfekt. Wer hat gesehen? Wir haben gesehen, das hat einfach... Hey, hebe die Aufregung auf. Wir haben gesehen, dass das einfach die Arme nachwachsen kann. Ah, warte mal. Da gibt's einen Store. Ich glaube, ich habe fast keine Muni mehr. Ich habe jetzt so viel Munition verschossen auf Krampf. Strahlmunition. Lager, das verkaufen wir. Ah, das können wir ins Lager verschieben. Haben wir da irgendwas im Shop? Ich brauche Munition. Dankeschön. Puh, das war ein bisschen hektisch, aber dennoch. Haben wir es doch wieder geschafft. Nicht sehr klug, Mr. Clark. Mein Jäger mag sich regenerieren. Aber so etwas nimmt er persönlich. Aber lass mich mit deinem scheiß Jäger in Ruhe. Nein, ich glaube, der kommt da durch. Nein, da ist er schon wieder. Das ist einfach ein reines Gerenne, das sage ich euch. Gegen den Typen können wir aber nichts anrichten. Okay, das ist ein riesiger Schatz wieder hin. Aua! Hört ihr, wie die Düse geht? Halt zahm. Oh, hier kurz mal zwischenspeichern. Leute, ich sag's euch, das ist ein bisschen kritisch gerade. Verschlossen, warum? Was ist das? Warnung, lokale Türprotokolle sind fehlerhaft.
System wird neu gestartet. Bitte warten. Oh, ich hab keine Zeit zu warten. Mach auf, da ist ein scheiß Viech hinter mir her, was mich umbringen will. Wer ist da? Oh Gott, Moment, ich kann helfen. Nicht mir. Retten Sie die Hydrostation. Hier sterben alle. Die Luft ist Gift, aber es ist noch Zeit. Ihr Enzym funktioniert nicht. Sie braucht nur flüssigen Stickstoff. Retten Sie uns! RIP. Scheiße, er hatte recht. Die Luftqualität nimmt im ganzen Schiff ab. Irgendetwas vergiftet den Sauerstoff auf der Hydrostation, wenn wir unsere Luftzufuhr verlieren. Wir können es wohl reparieren. Er suchte nach flüssigem Stickstoff. Im Kryogeniklabor müsste welcher sein. Okay, sonst bleibt uns auch nicht viel übrig. Ich mache dir den Weg ins Kryo frei. Okay, da müssen wir jetzt anscheinend. Neu gestartet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ja, danke. Toxische Gefahr registriert. Oh geil, Gift auch noch. Wegen Ihnen muss ich meine Forschungsobjekte liquidieren. Das auf dem Deck. Das muss doch. Hier, am Sicherheitscheckpoint gibt's eine Notentlüftungssteuerung. Besorge Flüssigkeitsstickstoff, Ziel inaktiv. Stoppe das Giftgas. Ne, hier drin war ich schon. Komm, mach hin, Aufzug. Oh nein. Lass mich in Ruhe. Da geht die Luft aus. Toxische Gefahr beseitigt. Freigabe bestätigt. Okay, das wird besser. Mercer hat das Gas von der Hydrostation aus reingebracht. Oh. Wenn die Luft schon so schlecht ist. Ich brauche einen schnelleren Weg zum Kryogeniklabor. Ich öffne die andere Tür vom Chemielabor. Von da aus kommst du direkt hin. Ah, oh, okay. Stoppe das Giftgas, haben wir auch abgeschlossen. Besorge Flüssigstickstoff. Okay. Auf dahin auf. Speichern wir. Leute, ab hier ist wieder ein kleiner Cut angesagt. Sonst wird es auch ein bisschen zu lange hier. Also nach diesem Monster. Puh, ehrlich gesagt, ich bin echt gespannt, wie wir das am Ende dann aufhalten werden. Gibt sicher irgendwas, wo wir das nicht besiegen werden. Bis dahin bleiben wir jetzt hier ein bisschen in Cup wieder, in dieser Irrenanstalt, diesen Krankenstation. Seid gespannt auf den nächsten Part in Dead Space Remake. Bis dahin, liken, kommentieren, abonnieren. Lasst ein bisschen Liebe da. Ich versuche mein Bestes irgendwie hier zu geben. Bis dahin, habt viel Spaß. Have a nice day. There is your prime. Is Rausch.